So, mal gucken. Der flimmert ja noch ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Jetzt haben wir das Spiel. Wir choosen mal Englisch. Restless. Ich habe keine Ahnung, worauf wir uns da... Das ist wie Breastless, nur halt, anders. So, neues Spiel, neues Glück. Restless. Und jetzt bin ich gespannt. Lal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 a. So, click on the letter. Also in Englisch gibt es ja leider keinen Text auf den Lettern. Das ist ganz toll. Normalerweise steht da bestimmt eine sehr interessante Story, ohne die man das Spiel nicht spielen sollte. Aber, oh. Oh. Every night I have the same dream. I wake up in a dark deserted place on a stormy night. It looks like an asylum with iron doors and strange creatures in cells. They act like I'm not there, just staring at the air as if waiting for something or someone. Okay. Now the man who's always there, he looks like a doctor, a surgeon. I'm not sure. I never get close to him. Every time I see him, I wake up. What do these dreams mean? I really wish I could understand. Maybe when I close my eyes tonight, I might face him for the first time. Also, da ist ein junger Mann, der träumt sich immer in die Irrenanstalt und die Patienten behandeln ihn wie Luft, die sehen ihn gar nicht. Aber da gibt es so einen Doktor, der immer wenn er den sieht, also der sieht ihn schon und immer wenn er den sieht, wacht er auf. Das heißt, click to continue. Okay, das heißt wahrscheinlich, dass er ihn umbringt, vermute ich mal. So. Leon muss pissen. Und hat aber die Zeit, das noch einzutippen, statt einfach pissen zu gehen. So. Gerechtigkeit. Findet man so Gerechtigkeitsdinger nicht eigentlich eher vom Knast als in so einer Irrenanstalt? Aber sieht schon ganz cool aus eigentlich. Sieht echt ganz cool aus. Es gewittert. Ist eine gefrorene Soundkulisse, die hier eingespielt wurde im Hintergrund. So, und hier sieht es wirklich nicht sehr schön aus. Okay, das hier scheint die Irrenanstalt zu sein. Und wir fahren hier so ein bisschen durch die Gegend. Fliegen hier so ein bisschen rum, um quasi den Weg zu sehen, wahrscheinlich, den wir gleich nehmen werden. Und das hier scheint jetzt unsere Zelle zu sein. Da sind wir ja schon. Ich hab vergessen, wie man aufsteht. Offenbar sind wir verwundet, ich weiß es nicht genau. Ist ja auch ein scheiß Morgen, du wachst hier auf in so einer dreckigen Anstalt und holst ja beim, wenn du aus dem Bett fällst, holst du ja eine Rippenprellung. Dass man den Mauspfeil sieht, ist natürlich auch sehr praktisch. Das finde ich ja super, dass man den Mauspfeil sieht. So, mit E kann man interagieren. Irgendwie ist das auch nicht richtig 1920, ne? Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen kleiner, aber ist egal. Wir werden das überleben. Schauen wir mal. So, WASD. Mit F können wir Flashlight machen. Mit R reloaden. Müssen wir schießen. Mit E können wir interagieren. Okay, das ist die Gesundheitsanzeige. Und hier wird uns erklärt, wenn der Balken voll ist, sind wir gesund und je leerer der wird, desto ungesunder sind wir. So funktioniert eine Gesundheitsanzeige. Ist wichtig, das zu wissen. So, click on the items to view. Ah, was ist, hä? Voll übertrieben hier. Equip a weapon? Use a live item? Okay, you must select the use item. Aha. Okay, third person ist ungewöhnlich. Patient 14223, ein Serienmörder. Name ist Richard Stetz, 23 Jahre alt. So schnell kann es gehen. 5 Fuß, 10 Inches, das komische System in Amerika. Und wir wurden am 12.04.2013 eingeliefert. Und Prisoner has strong attraction for sharp objects. Keep his room empty from dangerous materials. Hat seinen Vater verloren, als er 4 war und hat eine Vorliebe für scharfe Objekte. Man muss auf jeden Fall seinen Raum leer lassen vor gefährlichen Objekten und hier Screams and Pow Pow. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ich erinnere mich an den Tag,
als sie ihn gefunden haben. Der Körper war komplett zerschlitzt, übersät mit Messerspuren und die Haut so weiß wie ein Polarbär. Was? Sie holten ihn aus dem Fluss, ohne ein Wort zu sagen, und ich sah zu, als sie ihn wegzerrten. Meine Mutter Mary hat sich tagelang in ihrem Raum eingeschlossen, bis eines Tages ein Mann sie besuchte. Der Mann hieß Markus, ein ehemaliger Militärfreund, Militarist, mit irgend so einem ganz hohes Tiertitel, an den ich mich überhaupt nicht entsinnen kann. Er wurde aus dem Militär geschmissen wegen seinem Alkoholismus. Ein Jahr danach wurde er mein Stiefvater. Patient shows signs of rage. Ich glaube, da ist jemand wütend geworden. So. Das ist also die Geschichte von wahrscheinlich uns. Oder ich weiß nicht genau, ob wir uns hier reinträumen. Vielleicht sind wir dieser Patient. Ich bin mir gar nicht so sicher. Hier haben wir Munition. Mhm. Would you like to pick up health pack? Yes. Das ist also ein Health Pack. Voll übertriebenes Interface. Warum nicht einfach mit E aufnehmen? Okay, wir müssen jetzt Tab drücken und das Ding benutzen. Und jetzt geht's uns besser und wir laufen fröhlich durch die Gegend. Na gut, dann können wir die Zelle jetzt verlassen. Ich bin gespannt. So. Huch. Mit F können wir das Flashlight, also das Fleischlicht, können wir dann an- und ausmachen. Geh mal zurück, mal gucken, was passiert. Ich glaube, der wechselt die Szene nicht zurück. Doch. Aber... Das sieht aus wie ein Schatten da hinten. Okay, ich gehe mal einfach geradeaus, weil... Mehr kann ich ja gerade... Da war doch ein gehäuteter Mann. Was du heute kannst besorgen. Hallo? Da steht ein gehäuteter Mann. Der gehäutete Mann ist weg. Everyone around you is completely crazy. Na, das ist ja eine tolle Warnung. And it's gotten to the point that you're starting to think that you must be the one that's crazy, but you're not. It's everyone else. All of them. They're all crazy. Sie sind verrückt. Ich bin nicht verrückt. Sie sind verrückt. So, da haben wir noch... Report 2 von Dr. Patrick. Mein Geburtstag. Ich wurde 16 Jahre alt und hier ist, glaube ich, die Story drin. Ich mach mal ganz kurz, So. Heute Nacht. Was? So. Buck was waving his tail. Also Buck hat mit seinem Schwanz gewedelt. Er war glücklich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich lese das jetzt tatsächlich mal nicht vor. Ausnahmsweise mal. Weil ich glaube, dass das viel rausnimmt jetzt vom Flow. Ach, Buck, das ist der Hund und ich glaube da, das sind glaube ich Szenen aus seiner Kindheit. Hier der Teddy mit dem Baum und da die Hundehütte. Ich glaube, das ist so eine Szene aus seiner Kindheit und wir sind tatsächlich der Bekloppte. Huch, verzögerte Reaktion. So, ich wünschte tatsächlich, es wäre First Person. Ich kann mit diesen Third-Person-Kamera-Schwenkdingern wie Resident Evil ist mal so ein bisschen schwierig, sich damit anzufreunden. Da ist nichts drin. Ich mache einen Moonwalk. Schmone! So, dann gehe ich wieder zurück. Ich weiß eben die Atmosphäre raus, es tut mir leid. Aber momentan ist es ja noch nicht... Kleine Tampons wuseln über dem Boden. Da ist doch noch was grün leuchtet. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Rechner unterm Tisch. Okay. Und hier ist Blut auf dem Boden. Natürlich ist ja Blut auf dem Boden und Dreck überall. Und wir müssen hier wahrscheinlich eine Sicherung finden. Ah, einer der Hebel fehlt. Und deswegen ist das ganze System gelockt. Natürlich. Wir müssen also einen Hebel finden. Ich kann ja mal bei Mediakraft fragen. Vielleicht haben die noch einen Hebelvertrag. Scooter! Offenbar auch hier wieder Scooter.
Wir sind auf dem Hof und es regnet natürlich. Und da liegt der Hebel und ich glaube, sobald wir diesen... Was? Hello, Tom. We'll be fine. No worry. Kinderarzt Dr. Westphal. Ende. Nee, was passiert denn jetzt? Restless, mal gucken, was jetzt passiert. Was? Hä? Was? Das Spiel ist nicht vorbei. Das sind jetzt... Ah, Second Player Studio. Hallo Second Player Studio. Das Spiel ist nicht vorbei. Ich glaube, es geht jetzt erst los, glaube ich. Das war gerade nur Vollgeplänkel. Im dritten läuft wieder nix. Oh. Schnucki. Ach, er hat geträumt und wacht jetzt wieder zu Hause auf. Das ist der Grund. So, erstmal ausmachen. Laufen eh nur Wiederholungen. Hat jemand angerufen? 3.15 Uhr. Ich kann einfach nicht schlafen. Erstmal ein Let's Play aufnehmen. So, der Fernseher ist an. Wir haben ihn noch gerade ausgemacht. Karen ist eingeschlafen, weil sie wieder Cartoons geschaut hat. Oh, die Karen ist mir voll sympathisch. Und ich habe sie dann ins Bett geschliffen. Und ordentlich durchgewalkt. Bis sie bewusstlos zusammengebrochen ist. Miss. So, die rührt sich nicht mehr. Die ist erstmal bewusstlos bis morgen früh. Ich wollte gerade die Decke runterziehen und nochmal weitermachen, aber geht nicht. Und hier ist auf dem ganzen Ding... E2 Interact, machen wir gleich. Auf dem ganzen Ding ist genau ein Bild vom Baby, was dann quer irgendwo in die Gegend guckt. Dekorationsmäßig ist ja ganz weit vorne. Da ist ja wahrscheinlich nochmal... Wie heißt die dicke Troller nochmal? Habe ich vergessen. So, die ist ja jedenfalls durchgewalkt. Press E to interact. Toll. Wir können also Lampen anmachen. Das ist irgendwie... Jetzt ist aber irgendwie cool. Also das hier mag ich schon wieder. Das ist eben eine Anstalt. War so dieses Third Person. Weiß ich nicht, aber das hier gefällt mir gerade ganz gut. Da ist noch ein Bild von... Weiß ich nicht. Irgendeine Frau. Vielleicht eine Tochter. Ich weiß es nicht. Hier ist ein rotes Licht. Die Taschenlampe haben wir jetzt nicht dabei. Hier ist noch ein Lichtschalter, glaube ich. Die Musik! Alter. Was ist das für eine Musik, Alter? Bum, bada, bum, bada, bum. Und vor allem, was ist er denn für ein Arsch? Er steht um 3.15 Uhr auf, macht alle Lichter an, während seine Frau noch schläft. Und ist das seine Freundin? Ist sie nicht ein bisschen jung? Das könnte auch die Tochter sein und das die Frau. Ich bin mir nicht sicher. Das ist sein Auto, das er sich gerne kaufen möchte. Da möchte er nach Rio de Janeiro, möchte er gerne mal reisen, hat er noch nicht geschafft. Und das ist der Hund, den er gerne verspeisen möchte eines Tages. So, und hier ist noch ein Foto aus dem Bundeskanzleramt. Da war er mal zu Besuch in Berlin, hat er da mal besichtigt und das Foto hat er da gefunden, deswegen hat er das eingerahmt. Das war das einzige Mal, dass er in seinem Leben unterwegs war. Und hier, das hier ist eine Holzreplika von einem Samurai-Schwert, ist aber eigentlich nur ein Liebesspielzeug von seiner Frau. Und er muss immer hier schlafen, weil sie das ganze Bett einnimmt. Diese Musik. Und natürlich ist das Badezimmer, wenn man hier zu Hause wohnt, im eigenen Zuhause... Und dann hier quasi schläft mit seiner Lieben, ne, mit seiner Frau und so, dann schließt man das Badezimmer generell immer ab. Natürlich, denn wenn es pressiert nachts und man muss pinkeln, total verschlafen, oder man muss dringend kacken, dann ist es erstmal wichtig, dass man den Schlüssel in der ganzen Wohnung sucht. Wer schließt denn, wer, warum, wieso ist es mir, ich weiß es nicht. So, ich geh erstmal was essen. Voll das Haus, Alter, voll riesig, ich bin neidisch. So.
Entschuldigung, das muss noch sein. Hashtag Dennis. So. Ich sehe schon wieder im Chat. Ach ja. So. Hier ist abgeschlossen. Natürlich ist die ganze Wohnung abgeschlossen. Was? Ich hab doch in... Hallo, Licht anmachen. Press E2 Paraligna, okay. Ah, Alter, was ist das für ein riesiger Teddy? Also für ein Kinderzimmer ist das hier viel zu aufgeräumt und ganz ehrlich, das Kind, die sind ja verheiratet schon länger, ne? Und das Kind ist ja auch schon ein bisschen größer, hat ja schon ein schönes rosa Zimmer, ist ja nicht das Babyzimmer, ist das Kinderzimmer von der Tochter. Und wie man sieht, hier ist ein Bett, aber da ist keine Decke, da ist kein Bettlaken drauf, da ist kein Kissen, gar nichts. Die Kissen hingegen sind hier auf der harten Fensterpritsche. Die lassen das Kind auf der harten Fensterpritsche schlafen, am kalten Fenster, und das Bett sparen sie. Das ist nur Fake für den Jugendschutz, wenn er vorbeikommt, weil das nämlich zwei Rabeneltern sind, die total scheiße zu ihren Kindern sind. Habe ich jetzt direkt daraus ermittelt. Und unser Nachbar ist wahrscheinlich wieder am Zaun und spielt mit dem Hund. Der heißt Dennis, der Nachbar. Und ist immer sehr freundlich zu unserem Hund. Der mag den wirklich sehr. Der hat den sehr ins Herz geschlossen und manchmal auch in den Keller. So. So. Hier ist das Badezimmer. Auch hier alles sauber. Es gibt nicht mal... Doch, Handtücher gibt es offenbar. Eine Toilette. Klopapier. Kennst du das beim Klopapier? Muss ich ganz kurz sagen. Beim Klopapier finde ich es furchtbar, wenn das Papier, wenn die Rolle so aufgehangen ist, dass das Papier hinten hängt. Da musst du immer unter die Rolle greifen und von hinten das Papier runterziehen. Das Papier muss immer vorne runterhängen. Das ist ein wichtiger Lebenstipp. Wenn du Klopapier aufhängst, häng das Papier immer vorne runter. Und am besten schon so anritzen bei neuen Rollen, damit man nicht fummeln muss, wenn man auf dem Pott sitzt. Das ist nervig. So. Wichtige Lebenstipps im Horrorspiel kann man ja mal machen. Das ist so. Was haben wir denn hier? Da haben wir, ja, das ist ja von Rossmann so ein billiger Karton, den haben wir da hinten schon mal einmal gesehen. Der gab es irgendwie 4 in einer Packung, deswegen für 1 Euro, die haben wir mitgenommen. So. Oh, schön, dass alle einverstanden sind mit dem Klopapier-Ding. Irgendjemand ist auf der Couch eingeschlafen. Ach, die Tochter wahrscheinlich. Wir machen den Fernseher aus und bringen sie in ihren Raum. Was ist das denn da draußen? Ist das die Blitzlampe? Ich warte mal kurz, bis es blitzt. Ob das der Effekt vom Programmierer ist. Was gucken die für scheiß Cartoons? Läuft nicht Cartoon Network? Los, Gewitter mal. Keine Blitze. Es ist tatsächlich der Strich von dem Gewittereffekt. Da ist einfach eine Lampe draußen, die ab und zu mal heller wird. Das finde ich ja süß. Ist schön. Einfach mal geguckt. So. Wir interagieren. Hier ist schon wieder ein Badezimmer. Wir machen über Licht an. Ist ja. Das ist wieder PT. Ich gehe durch jede Tür und da ist dasselbe Badezimmer nochmal. Mit dem falsch rummen Klopapier, aber die Rolle hängt woanders. Und hier ist die gleiche Statue aus der Irrenanstalt. Dubios. Hier sind 4 Flaschen Wein, die alle gleich aussehen. Oder Wasser. Alter, was für eine hässliche Küche, Freunde. Also ganz ehrlich, das hier ist okay mit so Marmor und Weiß, das ist alles schön. Aber ganz ehrlich, das hier unten, die Fliesen und die Wandfliesen. Boah, ist ja fürchterlich. Da kommt mir der Lapskaus wieder hoch. Der Tisch ist auch völlig in Ordnung, alles so ein bisschen modern, aber das hier, oh nee. Haben wir hier Licht in der Küche? Ich will mir mal 3 Bier holen, damit die Grafik besser wird. Nein, die Grafik ist gut. Aber der Boden ist furchtbar. So, kann ich... Sogar die Küchenrolle hängt falsch rum. Also, da habe ich kein Verständnis für. So, hier ist so eine Postkarte oder Briefe. Ungeöffnete, das sind wahrscheinlich Mahnungen. Und wir sind immer noch der Psychopath, der sich jetzt quasi unter dem Deckmäntelchen der heilen Familie versteckt. So. Die hat doch gerade gefurzt. Hab ich doch gehört. Das ist gar kein Tuba. So, dann gucke ich mal ganz kurz. Hier haben wir ein wunderschönes Flugzeug im Büro. Wer stellt sich denn so ein Flugzeug? Ich. Gut. Oh, das ist ja süß. Oh, die Zeichnung als Unterlage. Das finde ich süß. Das mag ich. So.
Mhm. Ein Razer Grafikpad, Mauspad, nicht Grafikpad. Hier ein alter Drucker. Da draußen wieder eine Lampe für einen Gewittereffekt und, Was?